Was treibt einen Mann wie mich in die wahrliche Verzweiflung? Nicht die Richtungslosigkeit. Augenblick, da ist ja Dreck auf der Linse. Nein. Das muss korrekt behandelt werden. Die Orientierungslosigkeit. Die Orientierungslosigkeit treibt einen Mann verdammt in die Verzweiflung. Lügen, Entscheidungslosigkeit treiben noch mehr einen Mann in diese verdammte Verzweiflung. Und die Masse Fleisch. Das sind Rohstoffe. Eine ungeahnte Menge Rohstoffe, die Masse Fleisch. Nicht die Tiere. Nein. Die Menschen. Die Menschen. Damals hießen sie noch Untermenschen, heute nur noch Menschen. Das ist demokratisch und demokratisch ist korrekt. Deshalb ist die Verzweiflung auch eine demokratische Korrektheit und muss als demokratische Korrektheit auf der Flucht erschossen werden. Das tut mir fürchterlich leid, aber die Verzweiflung ist stärker als die Korrektheit. Deshalb bleibt die Hoffnung auch auf der Strecke geblieben. Die Hoffnung bleibt immer auf der Strecke geblieben. Da und hier und da und hier einige Unfallopfer aus Hoffnungslosigkeit in den Schnee getrieben, in den Unfall getrieben, in die abtrünnige Welt von walalala, halalala, haha. Ich weiß, was Verzweiflung bedeutet, wenn alle Erdbomber immer noch in meinem Gehirn Popmusik anklängen lassen. Das war eine Zeit des Hard Rock. Hard Rock, jawohl. Das Kapital ist am Ende. Der Manager wird abgelöst. Ach, ich mach kein Grau. Ich bin eher der braune Held. Karamba, Karacho, ein Held. Ja, Verzweiflung tut uns nicht gut. Vielen Dank für das Gespräch. Ach, übrigens, auf der Wahlliste erscheinen neue Kandidaten. Arisch-Liberale, das hat nichts mit den NPD-Sozialisten zu tun. Die Arisch-Liberale sorgt für Gegenverzweiflung. Gegenverzweiflung, jawohl. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, lasst keiner hier. Naja, die Tiere haben...